Moin ihr Helden, heute will ich mir mal ein bisschen die Stadt anschauen, weil ich eigentlich noch gar nicht so viel Aufnahmen habe und da werde ich dann wohl mal wieder so eine Sightseeing-Tour machen wie in Lissabon, aber ich finde, da sieht man halt verdammt viel und kriegt Informationen mit und ich hoffe, der Bus fährt, weil ich würde gern viel mehr Attraktionen hier sehen, so Museen und ja Shows, das ist ja voll angesagt und es gibt viel zu entdecken, weil die Stadt recht groß ist, aber es ist halt auch vieles gecancelt wegen Corona und das ist halt doof, aber ist nicht so schlimm. Ja. Ja, jetzt gehe ich mal dahin zu dem Platz und keine Ahnung, ey, immer wenn ich mit der Kamera hier rumstehe oder rumlaufe, denken die Leute, ich habe Geld. Aber gut. Ja, ihr seid da natürlich dabei, bis gleich. Laden wollte ich euch noch zeigen und da habe ich schon mal Frühstück geholt. Das ist der hier. Und das ist recht günstig. Weil das gerade bei mir um die Ecke ist. Und da habe ich auch mal so Empanadas bestellt. Und ja, die waren echt gut für einen Spottpreis. Denn jetzt hole ich mir ein Getränk. Wenn die noch Getränke haben. Das ist quasi wie so eine Erfrischung, wahrscheinlich die Reismilch wieder. Oder ja, mal schauen, ob was die haben. Wenn ich das habe, wenn die es aber nicht haben, dann muss ich woanders hin. Und dann habe ich schon mal ausgesorgt, was die Getränke angeht. Ja, und ansonsten kriege ich es auch woanders. Aber hier ist es halt um die Ecke und günstig da. Ja, was der Bauer nicht kennt, fresst er nicht. Ich glaube, so war der Spruch. Die haben es gehabt. Bruschetta con cocco. Ist das normalerweise ohne Kokosmilch, aber da ist mit dabei und das finde ich irgendwie ganz geil, muss ich sagen. Und ja, ist es schon ein anderes Getränk, kein so Erfrischungsgetränk, auch wenn das hier irgendwie unter Erfrischungsgetränk gilt. Und normalerweise ist, glaube ich, nicht das die richtige Rezeptur, aber ein Muss, wenn ihr in Mexiko seid, weil das ist total angesagt. Das sagt ja auch jeder, musst du trinken. Finde ich ganz geil und für 14 Peso umgerechnet ist das richtig gut und da kann man nichts sagen. Alles klar, so jetzt geht's weiter zu dem speziellen Platz mit dem Bus und dann seid ihr dabei. So, gerade rechtzeitig geschafft, weil ich war eben schon mal hier und wollte eigentlich eine Tour machen, wo Englisch gesprochen wird oder eine andere Sprache, aber aufgrund Corona fallen viele Busse aus. Und jetzt gibt es die Tour nur in Spanisch. Da kann ich also nicht so viel Informationen reinbringen, weil ich es ja nicht verstehe. Ich muss mal schauen, vielleicht kriege ich ein paar Informationen raus. Mal gespannt, wo wir da hier rumfahren. Und ich hoffe, man versteht mich, weil hier kriegt man keine Kopfhörer. Das wird jetzt einfach über Lautsprecher gemacht. Ja, jetzt bin ich mal gespannt. Und ja, ansonsten gibt es noch ein paar andere Touren. Viele Shows, die einfach bekannt sind hier, sind abgesagt worden, eigentlich fast alles. Deswegen lohnt es sich auch nicht mehr so extrem lange hier zu bleiben. Und ich habe ja dann auch morgen habe ich ja auch noch morgen tue ich ja auch ausreisen wieder und muss mal schauen, wo ich dann im Endeffekt lande, wie lange ich da bin. Ich werde wahrscheinlich die nächste Tour mit einem Nachtbus machen, weil der recht teuer, also der Bus ist teuer. Ich rede später davon. Que fuera digno de la ciudad de Mérida y modernizara la capital de las decadencias del siglo XIX. El hoy llamado Paseo de Montejo, construido entre 1886 y 1905, fue inspirado en los Campos Elíseos de París y nombrado así en homenaje al fundador de la ciudad de Mérida, Francisco de Montejo y León el Mozo. Se encuentra dividido en dos secciones, el Paseo de Montejo y Prolongación Montejo. A lo largo de la avenida podremos encontrar las casas más antiguas y hermosas de la ciudad. Thank you.
I've never really been the one who's worried. Always been the one who's keeping it cool. The kind of guy who chill while others hurry. I didn't know that I've been the fool. I've been telling lies about something real. But I know love is based on honesty. Kept thinking how real love should feel. Knowing that it's not just you, it's me. Cause I was made to be free. And myself only. I've been like that since I was a kid. I've always put my feet wherever I want to. Before I saw who I could be. Kept thinking, where did I go wrong? Then realizing where I do come from. Was asking how jetzt aussteigen. Wir machen irgend so einen Zwischenstopp in so einem fancy Einkaufsladen hinter mir. So ein Big Laden für 10 Minuten. Keine Ahnung warum. Hier steht mein Bus. Und wir können uns dann was zu essen holen und irgendwie da einkaufen. Finde ich eigentlich schwachsinnig. Aber gut. Machen wir das Beste draus. Ja, hätte ich jetzt nichts gegessen. Vielleicht würde ich mir auch hier was holen. Aber ja, ich find's unnötig. Ja, und dann mal schauen. Bisher war es noch nicht so spektakulär. Mal gucken, was kommt. Still thinking how real love should feel. When I know that it's not about you, just me. I've never really been the one who's worried. Always been the one who's keeping it cool. The kind of guy who chill while others hurry. I didn't know that I've been the fool. I've been telling lies about something real. But I know love is based on honesty. Kept thinking how real love should feel. Knowing that it's not just you, it's me. Cause I was made to be free. So, ich bin jetzt
in einem Maya-Shop und habe das hier gefunden. Das ist so ein Special-Getränk von Mexiko. Und hier, das ist für Yucatan. Finde ich echt geil. Und was da drin steckt, ist, die zeige ich gleich, die Pflanze. Aloe Vera, Honig und ist Alkohol mit drin. Und es, ey, ich liebe sowas, wenn das so mega local ist und echt coole Sache. Leider kann ich das nicht mitnehmen, weil ich habe keinen Platz. Und das ist halt das Doofe. Oder hier kann man da unten so Tortillas reinmachen. Ist aus Holz gemacht. Finde ich auch ganz schön, wenn man sowas hat. Richtig gut. Und da war ich schon auf der Suche. Da gibt es auch alles Mögliche hier. Ganz viel Teppiche. Und dann wollte ich euch noch was zeigen. Und zwar das hier. Das sind so Gefäße auch wieder. Ja? Und Schildkröte hat so ein besonderes Zeichen. Und zwar beschützt die Schildkröte das Meer. Und das ist quasi auch so eine Flöte. Ja? Also da kann man reinblasen, aber leider kann ich das jetzt nicht machen. Und ja, und das hat halt alles so eine Bedeutung hier. Oder hier, das sieht man immer sehr oft. Das beschützt, beziehungsweise das zeigt, dass es ein Leben danach gibt, wenn man stirbt. Und das wird halt hier sehr stark gefeiert. Und das ist einfach nur richtig cool. Das finde ich richtig mega, weil so würde ich das auch gern handhaben. Und das ist dann halt quasi, was man alles so sieht hier. Oder da hinten. Ich blende das mal ein. Ja, wie man sieht, hier, das, sie tanzt quasi. Also das ist auch ein spezieller Tag in Mexiko. Ich sag mal, in Deutsch Todestag, so ein Todes-Celebrate-Tag. Und da wird es halt dann, das sieht man überall in Mexiko. Und ich finde das einfach nur geil, weil im Endeffekt haben die recht. Es geht weiter. Hier, Aloe Vera. Daraus wird das hier. Und da machen die Teppich mit. Also so haben die Mayas das dann anscheinend auch damals gemacht. Und da hinten sind ja die Flaschen. Und da kann man halt auch so einen Likör draus machen, der special ist in Yucatan. Und das finde ich echt cool. Echt gut. Danach suche ich. Und super schön hier die Gebäude. Da oben sind die nochmal. Ja, das hat was hier. Also es ist beeindruckend. Ich weiß nicht, ob man es erkennen kann. Hier ist das Bierhaus. Ja, toll, ne? Sowas hier in Mérida. Mit deutscher Flagge. Ich zeig das mal. Well, I am made to be free. Be thinking about myself and myself only. I've been like that since I was a kid. I've always put my feet wherever I want to. Before I saw who I could be, kept thinking, where did I go wrong? Then realizing where I do come from. Was asking how real love should feel, knowing that it's not just you, it's me. 'Cause I was made to be free. Was denn jetzt mit dem Tag aus Mérida? Ja, ich hoffe, auch das war in Ordnung. Ja, es gibt viele Hunde hier. Vielen Dank fürs Einschalten. Cool, dass ihr dabei wart. Daumen hoch runter, wie ihr Bock habt. Abonniert. Und ja, dann geht's morgen für mich weiter. Raus aus Mérida. Wahrscheinlich so eine Nacht ins Sisal. Wie es dort wird,
werdet ihr dann sehen. Ich bin selbst gespannt, aber dann geht's auch schon weiter und dann geht's ja noch ein bisschen, dann werde ich wahrscheinlich einen anderen Bus wählen und ja, ihr seht natürlich dann alles weitere, wenn ihr dabei bleibt. Okay, das war's. Haut rein, bleibt gesund, bleibt positiv und be a hero.